Muss lachen, Abel mir, wenn er einen Witz macht. Natürlich, Spinne, sehr lustig. Ich verziehe so ein bisschen Gesicht. Ja, die Zwerge hinter Albrax, also ihr geht mittlerweile schon in Richtung der Taverne, aber sie stoßen sich teilweise so ein bisschen in die Rippen. Der Hochkönig macht schon wieder ausgezeichnete Witze und lachen. Ja, die ganze Zeit am Feigsten. Ah, fantastisch, oder? Oh. Ich denke ja, das Unappetitliche an Insekten ist diese Hülle, ihre Rüstung, wenn man so will. Aber wenn sie ein Geschnetzeltes aus diesem großen Käfer gemacht haben, dann ist sicher nichts von der Panzerung dabei. Du meinst das Chitin? Ja, das kann man auch aufbrechen, daraus kann man gute Rüstung machen. Aber wir vertrauen mittlerweile viel mehr auf Kette, auf Metall, das was uns Angrosch gegeben hat. Das klingt vernünftig. Also ich esse auf jeden Fall das Schröter-Ding da. Ich habe gehört, die sind groß und es macht Spaß, mit denen zu ringen. Ja, geschnetzeltes vom großen Schröter, angerichtet mit Trollbirne und Haselnüssen. Oh. Was sind Trollbirnen? Oh, das wird euch gefallen. Ihr müsst sie probieren. Sie sind so schmackhaft. Ja, so könnt ihr vorbei an den Löschwasserseen, den Kohlezufuhren und großen Schloten, aus denen es herausdampft. Es riecht unglaublich viel nach heißem Eisen, nach Metall. Und das liegt nicht so sehr auch daran, dass es hier große Schlote gibt, sondern einfach, weil alles hier auch von unten, vom Inneren des Berges dann wohl auch erhitzt ist. Als ob sich dort eine Lavakaverne befinden würde. Wenn ihr in das Innere der Taverne geht, könnt ihr tatsächlich sehen, wie gemütlich und wie mubbelig es hier drin ist. Es hat auch wieder Zwergengröße, gerade für Rafim wird das sicherlich ein kleines Problem sein, wird sich dann 3-4 Mal den Kopf stoßen, auch dann an den herunterhängenden Lampen aus Pilzen. Also Pilze, die hier angezündet worden sind oder die Lampenschirme stellen. Es ist ein ganz merkwürdiges, aber gemütliches Licht und ihr fühlt euch fast wie am Travia-Tempel, auch wenn es keiner ist. Und der Wirt wird euch dann, wenn er hereinstiefelt, auch eine kleine Karte mit echter zwergischer Spezialität reichen, die extra für diesen Tag gefertigt worden ist. Oh, atmet es ein. Riecht das nicht fantastisch? Mhm. Ja, Boltag, sag mal, was sind denn das für Pilze, die zur Beleuchtung eingesetzt werden? Meint ihr, die wachsen auch bei uns da oben vielleicht? Wo oben denn? Euch? Bei mir zu Hause, also in Spogelsen. Ich war noch nie bei euch zu Hause, aber warum nicht? Man muss sie kultivieren und sich um sie sorgen. Aber ja, ich meine, ihr habt doch schon ein, zwei dieser Pilze gesehen, nicht wahr? Als wir im Stollen waren. Ja, im Stollen, aber ich weiß ja nicht, was alles in die Pflege dafür eingeht, aber wenn ich mir das so ansehe, manchmal kommen ja auch Druiden bei uns vorbei und denen könnte das vielleicht gefallen. Es ist auf jeden Fall nicht einfach, diese Pilze zu umsorgen. Nicht umsonst haben wir eine Pilzzüchtergilde. Wo wir dabei sind, ich muss mich noch rehabilitieren bei Ihnen, aber dazu später mehr. Am besten fragt ihr einmal einen der Pilzzüchter. Ich weiß nicht, ob Sie gerne mit diesem Wissen herausrücken und ich möchte ungern etwas erzählen. Ihr wisst, ich bin hier ohnehin nicht so gerne gesehen, weil ich Geode bin. Und man muss sich ja nicht unbeliebt machen, so wie... Nein. Ja, während ihr Platz genommen habt, könnt ihr wohl sehen, wie die Zwergendelegation ist natürlich mitgekommen. Albrax hat euch begleitet, auch Rombolosch. Gilemon ist mit dabei, Xenos selbstverständlich auch. Und als ob es abgestimmt wäre, schauen sie nicht in Richtung der Küche, sondern in Richtung eines kleinen Baden, zwergische Baden, die da wohl auf einer kleinen Bühne stehen. Und jetzt, wo ihr euch gesetzt habt, könnt ihr wohl erkennen, wie sie so etwas wie ein Trinklied anstimmen. Ihr könnt sehen, wie sie ein Fels- oder eine Erzmusik spielen mit großen Trommeln, mit Pauken, mit stahlbeschwanden Harfen, die sie jetzt... Es ist eigentlich keine Musik, auch wenn Boltax gerade so ein bisschen anfängt, mit seinen Fingern mitzutrommeln und klopfen auf dem Tisch. Aber eigentlich ist es schrecklich. Auch Blasinstrumente, die ihr erkennen könnt, die viel zu laut sind und durch den Entgegenpusten in dieser viel zu kleinen Schenkel. Und die Zwerge wippen ein bisschen mit ihrem Kopf. Ihr könnt wohl auch hören, wie so ein Dudelsack gespielt wird aus Ziegenfell oder was auch immer sie da bespannt haben. Nach den ersten Trinkliedern, die gespielt werden, dann auch weitere Schlachtenlieder. Es klingt irgendwie alles Gleiches, klingt alles wie Chaos. Oh, das ist der Brendan-Marsch. Oh, jetzt geht's gleich richtig zur Sache. Oh,
Der was nun bitte? Wartet. Ja! Ah, Dome din, Dome da, Fate di di dio, Fekol di di do. Brosch. Maschbaron Baroschem. Brosch. Ja, es ist so ein schönes Lied. Ach, da geht einem direkt das Herz auf. Der Brennernmarsch, kennt ihr den nicht? Bitte macht das es auf. Das war doch das, was ihr versucht habt, Gonnach beizubringen, nicht wahr? Ja, genau. Das vollkommen richtig. Ah, es Bier, ist Bier, Bier, ich liebe Bier. Macht, dass es aufhört. Bitte. Ah, es ist ein zwergischer Epos über 56 Strophen und... Aber, Michalan, es scheint euch nicht zu gefallen. Ja, mittlerweile könnt ihr auch erkennen, wie Krummhörner im Inneren der Taverne geblasen werden, eine Triangel, die gespielt wird, ein Quetschbeutel, ja, Pfeifenbalge. Ja, es ist viel zu viel, was sich eigentlich auch nicht miteinander mischen lässt und es ist einfach grausam. Sagen wir, es ist ein von meinen Gebräuchen abweichender Stil. Oh, das ist schade. Dann wird euch das Geschenk, was ich für euch organisiert habe, eventuell nicht gefallen. Ich bin mir sicher, es ist der Gedanke, der zählt. Naja, versucht mit jeder Faser deines Körpers, sich davon abzuhalten, sich die Ohren zuzustecken. Wo wir jetzt schon dabei sind. Ich habe für euch alle, weiser Voraussicht, dass wir hierher kommen werden, kleine Geschenke organisiert, weil ich mir dachte, ach, was kann ich tun, um euch diesen Tag besonders schön zu gestalten? Und vor euch wird ein riesiger Humpen mit Bier abgestellt. Oh. Dicker Schaum schwappt oben drauf und es duftet unglaublich lecker. Ein einziger? Nein, für jeden. Also okay. Für jeden, aber unglaublich groß. Ja, ich war mir gerade nicht sicher, wie groß du jetzt meinst, dass der wäre. Ja, genauso groß, wie du dir vorgestellt hast. So 2 Liter. Okay. Ich zieh den weg, I guess. Ist dies irgendeine Art von Initiationsritus? Nein, aber trinkt, habe mir, trinkt. Das tut euch gut. Ja, ich nipp mal dran. Ah, das ist Urschlunddunkel. Das wird nur in Schlund gebraut, müsst ihr wissen. Aus dem heiligen Wasser vom Schlund. Da wart ihr doch auch schon mit Xenos, oder? Ja, das war fantastisch. Das war so schön. Ach, da geht einem direkt das Herz auf, wenn ich daran zurückdenke. Oh, wie warm es dort war und wie muckelig in der Höhle. Und dann der Stein so schön geadert und man hat richtig Urgewalt gesehen, die dort am Werk ist. Für Rafim haben wir extra so ein altangbarer Starkbier aufgetischt. Ich dachte, das kommt ja besser. Oh, das ist aber nett. So ein kräftiges Dunkles. Ja, das ist lieb, das ist lieb. Ich probiere das mal. Baroschem! 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 Prost! Ich stürze mich, in die Hand gehauen. Warum ist die Decke hier so niedrig? Das ist ja fürchterlich. Und ich fürchte, sie haben nicht viel für Menschen übrig. Und eurer Größe übersteigt den eines normalen Menschen noch einmal erheblich. Ja, das, ihr müsst einfach mal wachsen, Abelmir, dann wird das auch besser. Ja, ich glaube, ich muss etwas zulegen, wenn ich euch erreichen will. Ja, das kriegen wir hin. Aber es ist nicht so, als wäre alles kleiner. Seht euch die Bierkrüge an. Naja, viel Zwerg, viel Durst, sage ich da immer. Isarun, was steht denn dort auf der Karte? Ich vermute mal, die Karte ist doch ebenfalls ein Angramm geschrieben. Tatsächlich, weil sie wussten, dass ihr kommt. Ihr könnt euch da mal so angucken, was da drauf steht. Echt xorlischer Kohlsuppe mit Mettwurst und Roggenbrot, Braten vom Höhlenbären, angbarer Zwergenbock, dazu Knödel und Albumina allerlei, eine Ambosspfanne mit Gebirgsbockfleisch und Bohnen, Kraut und Schwefelschwamm, was auch immer das ist. Es gibt gedünstete Verdocker Forelle mit Angelnkäse, überbackenes Gemüse. Es gibt, wie gesagt, das Geschnetzelte vom Schröter. Es gibt Rehrücken mit Knoblauch, Erbsen und Bärlauch. Dazu eine Soße aus Nickelingen. Steht sogar der Witz von Albrax drauf. Der ist wohl in Anführungsstrichen die Höhlenspäne mit knusprigem Teigmantel und weichgekocht Brotbovisten, aber wie gesagt, das war ein Augenzwinkern von Albrax, hast du es mittlerweile verstanden? Also diese Pfanne, die klingt doch gar nicht mal schlecht.
Ja, die ist auch sehr gut. Das kann ich nur empfehlen. Aber gerade die haben wir ja schon ausgesucht, dass er die... Nein. Ich bleibe beim traditionellen Rehrücken. Ich esse doch keine Spinnen. Ja, aber wenn sie extra knusprig ist. Ihr könnt die gern bestellen, wenn ihr wollt. Ach, ich glaube, das wird dann zu viel für mich. Oder etwas Schröter vielleicht? Den würde ich tatsächlich gerne mal probieren. Ich hatte mal eine Vorgesetzte, die war auf Maraskan und die haben erzählt, dass sie dort Käfer ausgelöffelt haben. Das ist ja widerlich. Oh, ja, glaub mir. Das war nahrhaft. Das ist noch lange nicht das Widerlichste, das sie dort tun. In der Tat. Ich habe gehört, dass es dort sehr viel Dschungel geben soll. Das macht ja durchaus Sinn, wenn es dort viele Insekten gibt, dass man diese auch isst. Wir müssen mal deren Schnäpse probieren. Die hauen euch rückwärts vom Hocker. Ach, das dann ist... Dann helfen sie euch wieder auf, nur um euch nochmal rückwärts vom Hocker zu hauen. Vielleicht sind sie als Appetitmacher für Käfer gedacht. Nichts gegen... Naja, da kommen wir später noch zu. Wenn ihr eure Geschenke bekommen werdet. Ah, das sind... ja, ich habe mir fantastische Sachen ausgedacht. Wir sind gespannt. Jedem etwas, was ihm gefallen dürfte, hoffe ich. Also außer Pealan, offensichtlich hat ihm die Musik ja nicht zugesagt, aber vielleicht finde ich noch etwas anderes. Vielleicht spielen sie einfach zu leise, dass er sie nicht richtig hört. Vielleicht sollten sie nicht alle gleichzeitig spielen. Aber das ist Tradition. Nun, dann wäre ein Arrangement vielleicht etwas erfolgreicher. Ihr wisst schon, die einzelnen Musikstücke genau aufeinander abzustimmen und die Tonarten. Das entspricht nicht der Tradition, aber mir. Das geht hier. Ich glaube, dass alles hier, also jedes Instrument, seinen Platz hat und an genau der Stelle einsetzt, wo es einsetzen muss. Genau, Isarun hat's verstanden. Wir spielen dieses Lied ja immerhin schon seit 1000 Jahren. Und wie ist es entstanden? Ist irgendwo ein Gerüst eingestürzt mit Musikinstrumenten? Aber das war jetzt wirklich sehr unhöflich. Entschuldigt euch bei den entschuldigt ausgezeichneten, herausragenden musikalischen Zwergen. Die fühlen sich sonst sehr gekränkt und ihr werdet rausgeworfen. Entschuldigt, eine Runde Bier? Wie heißt dieses Bier? Angbarer Urbock? Ich habe ihn Namen vergessen. Ja, dieses Bier. Der Zwerg, der Wirt, kommt auch heran, nimmt dann eure Bestellung auf, die tatsächlich hier, wie gesagt, mit der Karte funktioniert und stellt euch dann gleichzeitig noch ein Pferdocker hin. Ja, aber du hattest recht, Poltax. Die haben ja alle kein Benehmen. Schlimm ist das. Ja, naja, dieser Hund hat's verstanden. Oh. Der Quetschbeutel dort vorne, der mit den braunen und blauen Streifen. Ich glaube, das ist das Brendan-Motiv. Genau. Aha. Darun, in euch steckt ja ein Musikus. Ja, das ist alles Asabo zu verdanken. Der weiß viel mehr über Musik als ich. Aber er hat mir so Sachen beigebracht, wie Motive zu erkennen. Oh. Nun, das ist auf jeden Fall eine super Sache, finde ich. Naja, wo wir jetzt auf unser Essen warten, können wir ja auch zu den Geschenken kommen, nicht wahr? Also, wo fange ich an? Ich denke, zunächst einmal, Jalan, eigentlich wollte ich dir einen zwergischen Dudelsack mit einem Liederbuch schenken, aber offensichtlich missfällt dir das ja. Vielleicht werden wir später noch einmal auf den Markt gehen und, ich weiß nicht, einen großen Pilzkorb oder so etwas kaufen. Etwas, was dir mehr liegt. Damit kannst du dann auf den Markt gehen und einkaufen. Die Zwerge lachen. Dann kommen wir zu Isarun. Isarun, ich habe mir lange Gedanken gemacht, was euch fasziniert und wie ich euch ein schönes Geschenk bereiten kann. Und dann ist es mir wie Schuppen in den Augen gefallen. Also, ich würde... Schuppen! Die Zwerge von Boltax ist gut. Genau. Und ihr wart ja immer so begeistert von meiner Armbrustgeschichte. Ihr habt mich ja häufiger aufgefordert, sie zu erzählen. Und da wusste ich genau, ich besorge euch eine Miniaturarmbrust im Format 1:10 von der original echten ersten Armbrust. Isarun, ist das nicht was? Oh, das ist etwas, womit ich
überhaupt nicht gerechnet hätte. Da habt ihr mich sehr überrascht. Ja, ja. Ihr könnt sie an euren Stab hier befestigen und dann habt ihr sie immer als Glücksbringer dabei. Ist das nicht fantastisch? Fantastisch. Ja, wunderbar. Ich habe nur Angst, dass sie zerbricht beim Kampf. Vielleicht hänge ich sie besser an meinen Beutel. Aber Boltag, so eine Armbrust ist doch kein Spielzeug. Oder vielleicht in meinem Arbeitszimmer als Briefbeschwerer. Nein. Das ist ein Glücksbringer, den muss man dabei haben. Das oh, natürlich. Als Briefbeschwerer? Ja, deine Witze sind echt nicht gut. Aber zu dann, dann komme ich zu dir, eine Frau von Welt. Ja, die braucht natürlich etwas, das ihrer Schönheit, sie ist doch schön in menschlichen Augen, nicht wahr? Umschmeichelt. Und da habe ich mir etwas, naja, ich habe es mir nicht nehmen lassen, extra für euch den Duft der großen zwergischen weiten Welt anfertigen zu lassen. Stollen Nummer 5. Oh, mit Pilzaroma und boah, der Luft aus den tiefsten Stollen Xorloschs. Es wird euch umwabern und ihr werdet einer Zwergenschönheit gleich riechen. Ah. Vielen lieben Dank, Boltax. Aber sehr gerne doch. Tragt es doch gleich einmal auf. Die Zwerge rauen anerkennt. Aber nicht, dass sie mich noch für eine Zwergin halten. Nein, nein. Aber so gut riechend wie eine Zwergin. Ha. Immerhin, ein erster Schritt. Nun gut, dann kommen wir zu Abelmir. Abelmir, ich weiß, ihr seid ein Connoisseur der edlen Weine und seid ein großer Freund von Alkohol. Ja, ich schätze einen guten Tropfen. Mhm. Und weil wir es vorhin ja von besonders starken Tropfen hatten, habe ich extra für euch Stollengrollen organisiert. Eine Flasche hier in Xorlosch gebraut, kann nur von echten Zwergen mit echten zwergischen Magen getrunken werden. Der Groll zweimal! Aber ihr solltet das mittlerweile ja mit eurer Kenntnis der edlen Tropfen ohne weiteres zu schätzen wissen, nicht wahr, Abelmir? Stollengrund, ich habe schon mal gehört. Die Zwerge prosten dir zu. Ja, probier doch gleich mal einen Schluck ab. Ja, ich habe wahrscheinlich so einen kleinen Becherchen dazu, so ein Zinnbecherchen, keine Ahnung. Ja, wenn du dich kurz rumblickst und der Wirt wird das selbstverständlich auch erkennen, dass du ein Gefäß suchst und er stellt dir einen großen Becher hin. Okay, dann will ich mal ganz vorsichtig eingießen, so ein CL. So den Boden bedecken quasi. Und erstmal dran schnuppern. Oh. Scharf. Ja, ich verstehe den Namen Stollengrollen. Also, wenn er so schmeckt, wie er riecht, dann ist er ein hervorragendes Trink. Ah, ich weiß. Ich lasse mich nicht lumpen für meine Freunde. Hm? Ja, ich lasse ihn mal vorsichtig meinen Rachen herunterrollen. Ja, ein sehr mooriges Aroma. Würfel mal auf Zechen. Wir haben alle keine Schicksalspunkte mehr. Kein einziger. Das sieht gut aus. Ja, dein Bauch beschwert sich, auch obwohl du Bier getrunken hast, aber du hörst, wie er jetzt rumort und grummelt und arbeitet. Ah, das klingt das wie ein Grollen. Bergwerk. Sehr interessantes Bouquet. Ja. Nun, und zum Schluss kommen wir zu Raphim. Hm? Und bei Raphim, da erinnere ich mich an eine Gegebenheit. Er hat mir von einem Stein aus Al-Anfa erzählt, einem schwarzen Stein, nicht wahr? Ja. Genau. Und ich habe mir gedacht, na, so ein Stein, der ließe sich ja wunderbar verarbeiten. Und deshalb habe ich einen Freund von mir gebeten, solchen schwarzen Stein aus Al-Anfa zu besorgen und daraus zwei Ketten zu machen. Einmal für dich und einmal für Mira. Ha! Oh. Eine doppelte, kleidsame Glücksbringer. Maßanfertigung aus zwergischer Herstellung. Oh, die ist aber schön, Boltox. Ja. Oh, jetzt habe ich ja gar nichts für dich. Ach, aber wenn du mal nach Al-Anfa kommst, dann bereite ich auch was vor. Das ist sehr schön, sehr schön. Da freue ich mich besonders. Aber du brauchst mir nichts zu schenken.
Die doch, Augen. Doch, glaub mir. Oh gut. Dass ihr diese Gastfreundschaft der Zwerge kennenlernt und dass ihr diesen Tag nie vergesst. Er soll ja einzigartig für euch sein. Ja, ist auch schön hier, muss ich ja sagen. Bisschen klein, aber sonst. Ja, das ist ja nur ein Teil von Xolosh. In den eigentlichen Teil dürfen wir nicht hinein. Weder ich noch ihr. Also nur warum? Die Erzzwerge. Und dürfte Albrax denn rein? Er ist der Hochkönig. Ja, ich darf da rein, aber selbst das bekomme ich bei den Erzzwergen nicht durch. Die dürfen nicht einmal Zwerge, also wie gesagt, Boltax hier als Geode darf es auch nicht mehr. Mhm. Und du darfst dort drüben auch nur Rogolan sprechen, oder Ankram. Ja. Es ist verboten, Garethi zu reden. Ja, also bleiben wir lieber hier draußen. Hier ist es ohnehin das Aber ich Bier. Muss euch noch den Greifachspalast zeigen und den neuen Angrosch-Tempel. Den gibt es seit 2000 Jahren. Der ist noch neu. Ja, und der Palast ist die Sommerresidenz. Das ist das Goldene Haus, was ihr an der Felswand gesehen habt. Das ist auch erst 900 Jahre alt. Das ist also auch noch neu. Und ich habe aber mir versprochen, dass ich die Steine vom neuen Palast und vom Tempel streicheln darf. Mhm. Ja, das kriegen wir hin. Super. Habe ich gerne gemacht. Steine! Ich habe mir mal so ein bisschen den Ellbogen in die Rippen. Habe mir Steine! Ich fühle mich geehrt. Stollen, Grollen und Steine. Ja, Gramosch ist zwar ein ziemlich fanatischer Erzwerg, aber er kommt aus dem Koschi und da hat Gilemon ein gutes Wort für dich eingelegt. Vielen Dank. Ich könnte sagen, ich bin der erste Mensch, der einen Stein streichelt, des neuen Ingrim-Tempels, könnte man sagen, nicht wahr? Angrosch! Angrosch, natürlich. Ah, diese Witze. Menschen, ich verstehe sie nicht. Ah, sie sind auch nicht besonders lustig. Nein, sind sie nicht. Ja, aber mir das schreiben wir in dein Buch, wo du da diese Frau da alles erzählt hast. Weißt du? Wenn du mal so eine Abhandlung schreibst über dein Leben. Wie heißt das? Eine Biografie. Ja, währenddessen kommt dann auch das Essen, was ihr bestellt habt. Und es duftet köstlich. Alles ist selbstverständlich überbacken, irgendwie mit Käse. Allerdings mit zwergischem Käse. Und es ist sehr würzig. Ihr spült mit genug Bier runter und könnt dann so essen. Was ist der Unterschied zwischen normalem Käse und zwergischem Käse? Er hat mehr Löcher. Angrosch Volt. Gewissermaßen Stollen. Stollenkäse. Mhm. Der schmeckt sehr gut. Ah, jetzt habe ich den auch verstanden. Ja, oh, der ist gut. Wisst ihr, je mehr Löcher ein Käse hat, desto weniger Löcher hat ein Käse. Versteht ihr? Weil je mehr Käse, desto weniger Käse. Einfache Mathematik. Die Zwerge lachen. Also den habe ich jetzt auch nicht verstanden. Nun ja, er ist etwas... Mehr Löcher. Zwergisch. Rafim, Löcher, da ist kein Käse. Also Rafim sieht wirklich da und konzentriert sich, aber versteht nicht, was der Mann von ihm will. Nun ja, die Masse, die dem Käse fehlt, macht dadurch Löcher wieder wett. Das ist einfache Arithmetik. Aber mir, du brauchst jetzt nicht mehr noch mehr Wörter kommen, die ich nicht verstehe. Das ist die falsche Richtung. Also, stellt sie so vor. Viel Löcher bedeutet viel Luft. Das bedeutet weniger vom Käse. Ja. Also ist ein viel löchriger Käse ein weniger käsiger Käse. Ah. Der ist aber kompliziert. Währenddessen tritt Aromboloch, der Bruder von Albrax, auf Iseron zu. Iseron, wir haben gehört, dass ihr den Bund der Ehe eingehen mögt. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wir planen derzeit am Tag der Treue, also am 12. Travia, den Bund einzugehen. Ah, deinen zukünftigen Gemahl habe ich auch schon kennengelernt. Ein wackerer und aufrechter Streiter. Wenn du erlaubst, würden wir gerne die Ringe für euch fertigen. Ach, Isarun sieht ganz perplex aus und ihre Augen schimmern ein bisschen feucht auf einmal. Ja,
Väterchen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll zu einem so großzügigen Angebot. Also, sagt einfach ja. Wenn es euch nichts ausmacht, dann würde es mich unglaublich freuen. Ah, gefährt euch dem Schlund. Von mir selbst. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ihr seid gute Freunde von meinem Bruder. Er spricht nur am besten von euch.